Bis 11. August kann man im Linzer Landestheater die Gangsterbräute Velma Kelly und Roxy Hart im Broadway-Musical Chicago tanzen sehen. Seit ein paar Tagen ist die amerikanisch-britische Musical Company in Österreich. Wir trafen sie vor der Musical-Premiere in Linz und durften feststellen, dass die Darsteller bei uns in Oberösterreich auf der Suche nach einschlägigen Klischees sind. Ich habe mich auf Lederhosen und jede Menge Schnaps eingestellt, aber nichts, gar nichts. Ich bin sehr enttäuscht. Ach ja, und wo sind eigentlich die Bergziegen, auf die ich mich so gefreut habe? Ähnlich geht's da auch dem britischen Fernsehstar Ally Bastian. Sie freut sich endlich, das Land des Musical-Klassikers Sound of Music selbst sehen zu dürfen. Oh yeah, of course. It's so fun. Ich fange immer wieder an, Lieder aus Sound of Music zu singen, was absolut nicht nach Chicago passt. Ich werde versuchen, das nicht bei der Premiere zu tun. Und ich habe noch immer niemanden in Lederhosen gesehen. Ich warte schon so drauf. Hingegen TV-Star Tupele Dorgo war schon öfter in Österreich und weiß es besser. Ja, das tue ich tatsächlich. Ich weiß, dass hier nicht jeder Heidi heißt oder Arnold. Ja, die Unschuld vom Lande können diese Damen wem anderen vormachen. In Chicago wird geliebt und gemordet und das immer im Rhythmus. Darüber freut sich auch Thomas Königsdorfer, der die Broadway-Produktion nach Linz holte. Wie oft haben Sie es jetzt schon gesehen, Chicago? Ja, das ist das vierte Mal und es ist wirklich so, dass ich sagen würde, so schön wie heute war es noch nie. Und auch das Chicago-Premierenpublikum zeigt sich zufrieden über die Geschichte der männermordenden Zellengenossinnen in Starbesetzung. Und apropos Sterne, Astrologin Gerda Rogers kam mit Zwillingsschwester Renate zur Premierenfeier. Es geht ja um männermordende Frauen. Ja, wir gehören nicht dazu. Aber warum soll so etwas vorkommen? Bei uns dürfen sie alle leben und glücklich sein und heiter sein. Haben Sie sich jemals einen Mann geteilt? Nein, das war nicht notwendig. Das Angebot war groß. Doch es geht noch weiter. Hören Sie mal, wie die Damen auf die Schlagzeile Mord aus Eifersucht reagieren. Ja, es hat schon einen gewissen Reiz, das muss man schon sagen. Aber Rache ist süß. Und wer hat nicht mal Lust? Ja. Manchmal kommt man so in das Gefühl, könnte man doch einmal. Man tut es natürlich nicht. Nein, die waren immer alle recht lieb und einige sind ja schon verstorben. Also ich blieb nicht zurück im Zorn, ganz im Gegenteil. Und meine liebe Freundin Chrislona spielt jetzt das Stück Männer und andere Irrtümer im Leben. Also wie gesagt, soll nichts Ärgeres passieren, als einen Irrtum mit Mann zu haben. Ja, ja. Was aus einem Irrtum mit einem Mann alles werden kann, das gibt's noch bis 11. August im Linzer Landestheater zu sehen. Und am besten, Sie kommen gleich mit erhobenen Händen zu den Mädels nach Chicago. Yeah!